Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier aus dem Münsterland. Strahlenblauer Himmel. Wir, also der Peter vom Kanal Black Max und ich, der Swobo hier, wir sind im höchsten Punkt im Münsterland hier, am Longinus-Turm und machen eine Tour Richtung Ruhrgebiet. Wo ist er denn? Da ist er. Jawohl, da bin ich. Richtung Recklinghausen. Jemanden von euch besuchen. Wir sind eingeladen worden. Da freuen wir uns. Wir haben uns heute als Gefährt mitgenommen. Natürlich Rocker-like, wie wir sind, ne? Als einzige deutsche E-Bike-Rocker-Gang oder vielleicht sogar weltweit. Hast du schon mal eine andere gesehen? Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch nicht. Haben wir natürlich hier unsere Fatbikes mitgenommen. Der Peter sein Mockwheel Basalt. Jawohl. Und ich hier mein nagelneues Fido Titan. Wenn euch das näher interessiert, habe ich ein Video gemacht, Vorstellungsvideo auf meinem anderen Kanal, Swobo Gear. Verlinke ich euch hier in der Videobeschreibung und würde mal sagen, Peter, bei dem schönen Wetter, los geht's, ne? Beste Voraussetzung, würde ich sagen. Beste Voraussetzung. Und wir schauen mal, wie weit wir mit den Dingern hier kommen. Ja, ich hoffe bis nach Recklinghausen, ne? Und schaut euch das an hier, was eine herrliche Aussicht heute Morgen, beziehungsweise heute Mittag, ist schon wieder fast Nachmittag, wo wir hier loskommen, aus Münsterland. Ja, und das fängt schon gut an hier mit unserer Reichweitenangst. Wir sind hier gerade hier runtergerollt, ein bisschen abseits von der Strecke, die wir eigentlich fahren müssen, um ein paar schöne Aufnahmen zu machen hier in Münsterland, ins Tal runter. Und ja, sind wir doch ein bisschen bange, wenn wir den Akku jetzt hier direkt überfordern, dass wir nie in Recklinghausen ankommen. Darum, wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Jawohl. Kilometer 10 und herzlich willkommen jetzt hier in Nottuln. Nottuln ist ja die direkte Nachbargemeinde von Hardwigsberg und das lohnt sich auf jeden Fall auch mal einen Abstecher hier nach Nottuln zu machen, wenn man mit dem Rad unterwegs ist im Münsterland. Und man mal guckt jetzt hier Kirche, die historischen Gebäude, das hat schon was. Ja, das war jetzt die kleine Stadtrundfahrt hier in Nottuln. Und weiter geht's Richtung, glaube Richtung Haltern fahren wir jetzt. Nottulner Fahrradbox, was haben wir denn hier? Da muss ich mal schauen. Hier finden Sie einen sicheren, trockenen Platz für Ihr Fahrrad. Die Nutzung ist kostenfrei. Box öffnen, Fahrrad schließen, einschließen, verschließen, das gibt's ja gar nicht. Leute, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Peter, ich bin begeistert. Das sind Fahrradboxen, die kannst du kostenlos nutzen hier, wenn du einen Ausflug machst nach Nottuln. Ja. Und dein Fahrrad einstellst. Wusstest du das? Und ich bin ja nicht nur unterwegs hier heute mit meinem neuen Rad, mit dem Fido Titan. Nein, ich bin auch unterwegs mit einer neuen Kamera. Ich habe mir die Insta 360 Ace Pro hier besorgt. Und die hat ja diesen Pure-Video-Modus. Da fällt mir jetzt ein, in dieser Box mir mal gucken, im Dunkeln, was sie daraus macht. Also, mal rein damit. So. Ich sitze jetzt in der Box und auf dem kleinen Monitor von der Kamera kann ich mich gut erkennen. Das heißt, der Pure-Video-Modus, dem reicht das hier an Licht. Also ich sehe auf dem kleinen Monitor mehr, als ich hier selber sehe. Und das finde ich schon klasse. Ne? Ich schalte das mal um auf den normalen Videomodus und dann sehen wir mal einen Unterschied. So, das hier ist der normale Videomodus und das ist ein himmelweiter Unterschied auf jeden Fall. Also von daher, wie man sagen, Kamera hier, Test bestanden. Man kann auch im Dunkeln filmen. Wieder heute Morgen mal diesen schönen Electric Devils Aufkleber, den oberen, mit dem Hologramm-Effekt geschenkt. Der passt ja auch super auf so ein Fatbike. Und ich freue mich auch total, mal wieder eine Tour richtig bei Sonnenschein zu unternehmen, dass ich auch fit bin. Letzte Woche auch nur rumgehustet, irgendwie fieberhaften Effekt, Grippe. Haben wir irgendwie alle momentan oder hatten. Von daher richtig, richtig gute Laune. Und dann erzähle ich euch noch mal eben,
wo wir eingeladen sind. Und zwar sind wir eingeladen beim, ich sage mal, Makita Markus. Der Markus aus Recklinghausen hat uns eingeladen und den haben wir kennengelernt auf unserem ersten Leck Devils Community Wochenende, als wir im Allgäu waren. Und ein ganz entspannter Bürger, gleich ins Herz geschlossen, und der hatte halt seine Kaffeemaschine, seine Outdoor-Kaffeemaschine, sag ich mal, von Makita dabei, die man mit Makita-Akkus betreiben kann, sodass man keine Steckdose braucht. Und von daher ist und bleibt der liebe Markus bei mir Makita Markus. Jetzt nach knapp 15 Kilometern der erste Balken von den 5 der Akkuanzeige ist weg. Ja, wenn die sich schön gleichmäßig abbauen, wird das kein Problem. 15 mal 5 sind 75, wir wissen ja bloß 50. Von daher sind wir noch ganz optimistisch, keine Reichweitenangst. Wir sind übrigens, wenn man genau mal hinguckt, Helmzwillinge. Schon mal aufgefallen? Ja, leider gibt's sie nicht mehr. Wir haben die gleichen Helme, Peter. Ja. Und ich habe meinen aber ja schon vor Jahre vorher gekauft, bevor ich dich überhaupt kannte. Und jetzt werdet ihr natürlich sagen, wie Jahre vorher, wie lange trägt man so einen Helm denn eigentlich? Ich glaube, 3 Jahre, was war das? Drei Jahre Helm? Wegen dem Kunststoff, weil der ja durch die UV-Bestrahlung die Flexibilität verlieren. Der Helm soll ja den Kopf schützen und er soll ja nicht einfach, dass der Helm zersplittert, weil das Kunststoff ausgehärtet ist total. Von daher muss ich mal wieder einen neuen haben. Aber der ist so hübsch, das hast du gerade auch schon gesagt. Ne? Viele fragen uns ja, wo wir die her haben. Und die gibt es leider nicht mehr so. Dann da ist auch so witzig, ne? Finde ich. Ne? Dir ist das gestern erst aufgefallen, dass wir die gleichen Helme haben. Ja. Ne? Wir waren schon 4-mal auf Tour unterwegs, hatte ich doch geachtet. Aber mit dem Helm habe ich ja noch nie aufgehabt auf einer normalen Tour, weil ich sonst meinen normalen Fahrradhelm aufhabe. Aber nicht, das ist ja mein Speed-Pedelec-Helm. Ja. Mein Rockerhelm. Ja. Ja. Zwillinge im Geiste. Zwillinge im Helm. Aber nicht unterm Helm, oder? Unterm Helm. Unterm Helm, nein. Nein. Ich bin Steinbock. Nein. Ich bin Fisch. Kilometer 22. Herzlich willkommen in Dülmen, Stadt der Wildpferde. Ja, Freunde, wir haben ja zwischendurch in Dülmen noch eine kleine Pause gemacht am Getränkeshop. Ja, Herr Vizepräsident, da sage ich mal lieben Dank, dass du deinem Präsidenten hier dieses Höfels Original in einem 1,5-Liter-Gebinde zur Verfügung stellst. Sehr gerne. Ich würde mal sagen, dann hier Prost. 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 Ja, und der Peter hatte ja zum ersten Mal sein neues Kochsystem hier von Primus, heißt das, ne? Primus Light, in Gebrauch hier, in Action richtig. Und könnt ihr in seinem Video ja sehen. Aber ich bin auch schon ganz angetan von dem Ding. Ist ja der Gasbrenner, ist ja alles mit drin, der Gaskartusche, alles in dem kleinen Kästchen. Und das finde ich sehr kompakt, sehr praktisch. Ne? Wenn man mit dem Trangia losgeht, dann Gaskartusche extra hat und den Brenner noch und alles zusammenschrauben, ist ein bisschen mehr Aufwand. Natürlich passt da auch mehr rein, definitiv, wenn man zwei Töpfe und eine Bratpfanne dabei hat. Also man nur so einen 1,5-Liter-Pott. Aber zum Süppchen kochen gerade war das eine feine Sache. Was macht man sonst auch unterwegs großartig, ne? Ja, ist nicht, ich ja nichts, weil ich ja, kann eh nicht kochen, ne? Ja, genau. Wasser kriege ich noch hin und dann hört es auch schon auf. Ne? Ja, ja. Und von daher ist das eigentlich eine feine Sache, ne? Muss man überlegen, ob ich mir auch sowas anschaffe. Und das ist ja immer hier das Elend von uns Content Creator, wie das so schön heißt, bei YouTube. Akkus laden. Ne? Gerade jetzt Winter, 5 Grad sind es draußen. Und bei dir sieht es, glaube ich, auch nicht anders aus. Ne? Dass du irgendwie Reichweitenangst jetzt nicht hast, aber Mikrofonreichweitenangst. Ja. Ne? Dass die Sender, Empfänger, dass wir da schon halt. Das sind schon Herausforderungen halt. Ne? Für die kleinen Dinger, wenn die ganze Zeit im Wind sind, dann wird schon richtig kalt mit denen dann. Ne? Ich habe es ja schon mal angesprochen, jetzt hier Kilometer 33 und herzlich willkommen in Haltern am See.
Und hier links ist auch der See. Und ich schaue mal eben auf mein Navigationsgerät. Ja, wir biegen auch links ab. Dass wir den See auch zu sehen bekommen. Das hat schon fast so ein bisschen was von Urlaub hier. Nach den ganzen Wochen mit Regen, Schnee, Wind. Jetzt mal ein Tag blauer Himmel. Radwege an viel befahrenen Straßen, so wie hier, ist auch nicht meins. Definitiv. Habe ich auch nicht so unbedingt Bock drauf. Aber das ist ja kein Grund, um den Radweg dann total zu malen, wie der junge Mann da hinten. Und so langsam kommt die Reichweitenangst. Das sind noch 15, 16 Kilometer. Haben jetzt hier Kilometer 36 waren es gerade. Und da muss noch zwei Balken im Akku. Update, ein Kilometer weiter jetzt hier und nur noch ein Balken im Akku. Ja, Freunde, jetzt wird spannend. Fido Titan hier. Hat mir nach 25 Kilometern suggeriert, musste keine Sorgen machen, ist erst einer Balken weg und dann 13 Kilometer später ist der ganze Rest verschwunden. Danke. Siehst du, was ein bisschen meckern hilft, da ist er wieder. Mal ein bisschen Akku schonen jetzt hier und ohne Unterstützung fahren. Na gut, geht ja auch bergab, ist auch keine Kunst. Und Peter, wie schaut's aus hier? Reichweitenangst, was sagst du? Was sagt dein Apparat? Ich habe jetzt auch aktuell gerade umgesprungen, einen Balken nur noch. Ja, ich habe jetzt, ich habe ja wieder zwei, ich hatte gerade bloß noch einen. Aber Kilometer, was haben wir denn jetzt hier auf der Uhr? Warte. 46 und. Ist ja auch nicht mehr weit, ne? 8,7. Aber da sieht man schon doch einen Unterschied jetzt, wenn ich mit meinem normalen KTM unterwegs wäre, hätte ich jetzt kein Problem damit auszuschalten, auch diese leichte Steigung hochzufahren ohne Motorunterstützung. Das war so ein Fatbike, einmal das Eigengewicht natürlich, aber auch die breiten Reifen, definitiv. Ne? Das sind hier 4 Zoll, 10 cm breite Reifen. Das klebt schon so richtig auf dem Asphalt, ne? Auf jeden Fall. Da macht uns zu schaffen. Und das Problem ist auch, von mir Seite kann der Rest gleich weiter an. Das ärgert mich so ein bisschen, ne? Dass du den Rest gleich weiter sehen kannst. Ne? Ja. Dass du sagen kannst, ah, guck mal, 10 Kilometer Rest. Wir wissen nicht, wie lange wir das so schaffen. Ja. Das Fido hat eine App dabei. Ich habe die App auf dem Handy. Da ist sie jetzt gut untergebracht. Das Handy ist in der Tasche. Ich habe auch gar keine Handyhalterung jetzt hier. Aber ob es mir die Rechtsreichweite da anzeigen würde, glaube ich auch nicht. Und auch wenn ich jetzt das Display umschalte hier auf die Fahrdaten, was ich gefahren habe, Durchschnittsgeschwindigkeit, Spitzengeschwindigkeit, alles tolle Sachen, aber auch nicht Restreichweite. Und wir wissen ja auch alle, solche Sachen sind ja oft auch wirklich nur geschätzt. Darum probiere ich es jetzt ja hier auch aus, gucken, wie weit kommt das Ding wirklich. Kilometer 47 jetzt hier heute und herzlich willkommen in Marl. Und Marl gehört schon zum Kreis Recklinghausen, es ist nicht mehr weit. Ja, und jedes Mal wird uns das hier links, was ihr hinter den Bäumen seht, als Radweg angeboten. Hier sieht es auch wieder einigermaßen befahrbar aus, aber wir sind jetzt hier auf die Straße gefahren. Das geht geil, das kannst du keinem zumuten. Und wenn das so wackelig ist und gefährlich ist durch das Gewackel, muss ich darauf ja auch nicht fahren. Und wenn ihr meine Videos öfter guckt, dann wisst ihr ja auch, ich fahre immer nach dem Günstigkeitsprinzip. Also da, wo es für mich günstiger ist. Ja, Marl ist hier zu Ende. Der gute Straßenbelag nicht, aber der schlechte Radwegbelag ist auch noch da. Von daher, ich mal gucken, was der Peter macht. Aber ich glaube, ich werde mal rüberfahren. Nicht, dass ich gleich noch angehubt werde. Aber ich glaube, das ist einfach eine reine Transitgeschichte jetzt hier. Ne? Das ist jetzt kein schönes Radfahren. Wir wollen jetzt
möglichst von A nach B kommen. Und darum haben wir diese Strecke, wir haben die gar nicht geplant. Komoot hat die für uns geplant. Danke Komoot dafür. Und ja, wenn man sich dann nicht drum kümmert, dann kommt das hier dabei raus. Ich hätte jetzt ja spontan noch einen schönen Namen für das Video heute. Wenn ich schon einen hätte, würde ich sagen Peter am Ende, Black Max am Ende. Beziehungsweise sein Mockwheel ist am Ende. Und wir machen das ja nicht jetzt als Battle oder sowas. Und ich will jetzt auch hier kein Fahrradvergleich machen. Das mache ich auf einem anderen Kanal aus Bobogier. Aber offensichtlich, mein Akku hat mal gerade gut die halbe Kapazität, wie sein Akku angeblich hat. Und trotzdem ist er am Ende, ich noch nicht. Das lässt mich nur zu eins daraus schließen, dass du einfach viel mehr Unterstützung fährst als ich. Das ist doch richtig. Ich fahre doch kein Pitbike, ich hatte im Eco-Modus. Und da, ich schon. Und darum bin ich ja auch der Präsident und er ist der Vizepräsident. Ganz einfach. So sieht das aus. Und dann bin ich jetzt ja auch kurzatmig und er ist noch fit. Egal, 5 Kilometer noch schaffen. Ja, mittlerweile jetzt hier in Recklinghausen angekommen, noch wenige Meter. Hier geht's schön bergab. Peter ist ziemlich fritte, weil er jetzt ohne Unterstützung fährt, mit reiner Muskelkraft. Er reißt sich sehr zusammen, dass er noch lächeln kann. Aber so kennen wir ihn, ja. Und hier geht's nochmal richtig schön bergab mit uns. Dann sind wir gleich da. Ich hole mir gleich so ein E-Scooter von Trier. Und dann schleppe ich mein Bike selber von ab. Von Tier? Tier? Tier heißen die, Tier. Tier. Diese Bike-Vermietung. Also, ja. Weil du gerade diesen kleinen Roller gesehen hast, wo einer drauf gesessen hat. Ja, auch eine gute Idee, ne? Ja, Kilometer 52 und jetzt herzlich willkommen hier am Hauptbahnhof in Recklinghausen. So, einmal orientieren, gibt es hier einen Radweg? Ja, da gibt es einen Radweg. Nehmen wir den. Ja, Freunde, ich bin das erste Mal in Recklinghausen und von daher für mich alles hier ein bisschen ungewohnt. Dass die Autos auf dem Radweg parken, geht's bei uns im Dorf nicht. Ich halte dich einmal fest. Die Beine machen zu. Was ist denn her? Ja. Halte dich fest, hier aufzutreten. Sportunterstützung. So Peter, sag noch mal bitte schön hier, was du gerade gesagt hast, ne? Was ich für dich getan habe, mein Freund. Ach, du hast mich die letzten 350 Meter hier hochgezogen. Ja. Das war das Mindeste. Ich schleppe dein ganzes Gepäck hier mit. Jetzt bin ich auch fritte. Konnten wir nicht füllen, seine Hand auf meiner Schulter. Ja. Also. Boah, ich werde einen Burger, bestimmt 10% bestimmt das Ding zu schicken. Wenn ihr eine Fatbike-Tour machen wollt, dann nimmt eine Steckdose mit. Ja. Oder einen guten Kumpel, der euch mit oder kann. Weniger als 50 Kilometer. Aber wir sind angekommen, Peter mit seinem Mockwheel Basalt, ich mit meinem Fido Titan. Ja, liebe Leute, wir sind jetzt hier in Recklinghausen angekommen und auch reingelassen worden, nachdem wir eine halbe Stunde vor der Haustür warten mussten. Nein, Quatsch. Und sind jetzt zu Gast hier beim lieben Markus. Den kennt ihr vielleicht auch noch aus den Allgäu-Videos. Hallo. Und wie wir schon angekündigt haben, hier, ich sage immer Makita Markus, der Blackmax sagt immer Dosen Markus. Hat alles seine Begründung, haben wir unterwegs schon erklärt. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Und ich fühle mich ja schon fast wie im Urlaub hier heute. Halt an einem See, vorbeifahren bei blauem Himmel. Wenn ich das jetzt gucke, die Almhütte im Garten, ist ja Wahnsinn. Tippitoppi. Und da wird es heute Abend geschehen, da wird ein bisschen gefeiert, denke ich mal, ne? Und da freuen wir uns. Ja, alles klar. Auch lecker gegessen. Und ich sage tschüss, bis morgen früh. Dann gibt es den zweiten Teil von der Tour hier, extra Video. Und wir machen uns einen schönen Abend hier. Und dann schauen wir morgen mal die Rückfahrt. Habe ich ein bisschen länger geplant als die Hinfahrt. Der junge Mann hier ist ja schon... Ne? Obwohl man ehrlich sagen muss, wir haben gerade mal zusammengefasst, er musste ja auch das ganze Gepäck schleppen. Ne? Ja. Und ich habe da bestimmt 20 Kilo drin, die ganzen Geschenke für Markus. Ja. Und das ist natürlich ein Unterschied. Ne? Ich bin den letzten 3 Kilometer schon ohne Akku. Du hast ja eh schon mehr Gewicht als ich und dann auch dann ja. Das Gepäck dazu. Wie soll ich denn morgen? Morgen hast du länger geplant. Soll ich morgen 10 Kilometer schieben oder hat? Oder für was geschoben? Aber ich habe mich gequält. Geschoben habe ich nicht, aber... Ist ja egal. Wir wissen ja, wo wir hin müssen. Wir müssen ja nicht zusammen ankommen morgen. Ist ja egal. Ne? Dann komme ich halt ein bisschen eher so an. Geht doch ist ja auch egal. Alles klar. Also Leute, ne? Danke fürs Zuschauen.
und freut euch auf den zweiten Teil. Wir freuen uns auch auf den zweiten Teil. Wir wissen nicht, was passiert. Reichweitenangst Teil 2. Alles klar. Tschüss. Tschüss.